Moin, mein Name ist Heinrich der Schmied und willkommen zurück bei Conan Exiles. Heute mit dabei Special Guest Mathilde. Also erstmal vielen lieben Dank für diese wunderbare Einleitung und dann diese totale Begeisterung in der Stimme. Ja, ich übe ja noch. Ich, Mathilde. Ich bin noch nicht so, ne? Ich bin noch nicht so der. Ja. Ich mach das noch nicht so lange mit YouTube und so. Da muss ich noch üben. Nächstes Mal mache ich es besser. Ein bisschen mehr Enthusiasmus. Möchtest du als nächstes... Okay. Wir fangen nochmal an, ja? Also, ich zähle nochmal ab und wir fangen nochmal an. Na? Also jetzt ist es nur zur Übung. Ihr könnt ruhig dranbleiben. Also, 3, 2, 1... Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück bei Conan Exiles. Heute mit einem Special Guest und zwar Mathilde. Danke Heinrich, es ist mir eine Ehre hier zu sein. Ist doch viel besser so. Was ich fragen wollte. Ja. Möchtest du als nächstes lieber eine Axt, also eine eiserne Axt? Oder eine eiserne Axt, also so zum Kämpfen, oder ein Breitschwert, ein Streitkolben, ein typisches Schiff. Halt. Das Breitschwert, ist das eine Zweihandwaffe? Da steht nur ein dienstbares Breitschwert aus Eisen. Dann mach mal Breitschwert. Ich hätte gern Breitschwert. Okay, dafür brauche ich 20 Eisenbarren. Genau, ich brauche auch nochmal 10 mindestens. Weil ich will noch mal so ein paar Kohlesachen machen hier. So ein paar Fackeln. Dann mache ich dir und mir jetzt ein Breitschwert. Dann mach erstmal eins, mal gucken. Wenn's du brauchst eine Einhandwaffe, ich brauche eine Zweihandwaffe, finde ich. Okay. Also ich habe hier auch noch so ein stygisches Chipesh, kann ich auch noch machen. Was mache ich mit Leuchtschleim? Und was ist so ein scharfkantiges Geißelstein? Ich glaube, wir brauchen einfach noch mehr Truhen. Mach mal. Ja, ich kümmere mich mal drum und hacke mal Holz. Hacke, Heinrich. Mach das. Oh, jetzt ist es ein bisschen dunkel. Oh, ich könnte hier mal wieder ein paar Talente machen. Oh, hier, Präparator-Lehrling, das ist schön. Ich mache hier meinen Deko-Scheiß so gerne. Du machst deinen Deko-Scheiß? Deko-Scheiß. So, Brunnen geht noch nicht. Waffen. Oh, Sprengsätze. Sprengsätze gibt es? Ja, ich guck dann auch mal gleich, wenn ich da wieder zurück bin, wenn ich genug Holz gehackt habe. Schildmacher? Das ist ja erst später. Rüstung machst ja du, ne? Ja. Gut. Steinmetz habe ich noch nicht. Kerzenmacher. Ja, Kerzen findet man komischerweise häufig bei den Leichen. Hm. Ich gucke erstmal hier was beim Überleben. Nee, Gerber hast du ja. Feuerschalenkessel. Oh, das ist gut, weil da sind so Heilmittel und sowas dabei. Das ist gut. Den mache ich mal. Den hast du ja noch nicht, oder? Keine Ahnung, glaube nicht, ne. Dann mache ich es jetzt. Und Färber. Färber ist auch gut. Färber passt zu dir, weil du machst ja ein Deko-Mist. Genau. Ah, er schreit gleich wieder. Geh weg von meinen Eiern. Ah, siehst du, so ein Langschwert kann man erst Stufe 30 lernen. Ah, du machst erstmal normales. Ah, ich mache hier auch den Verteidiger. Oh. Ich kann besser ein Schild herstellen. Ach so, ja, das erste Schwert. Also möchtest du denn auch ein eisernes Breitschwert haben? Jo. Auch wenn es eine Einhandwaffe ist? Jo. Warte. So. Ey, nimm doch mal das Schwert in der Hand. Hallo? Wie nimmt das Schwert nicht in der Hand? Ganz schön windig hier. Das. Hä? Ich will das die Sachen. Ah. Okay.
Ah, jetzt. Ja, ist eine Einhandwaffe. So, aber dir machen wir das auch mal. Dir machen wir das auch mal. Juhu. So. Ein Holzschild, okay. Rückenpanzerschild, dafür brauche ich Chitin. Okay. Komm her, Kroko. Es kann nur einen geben. Ah. Oh, Kroko, au. Okay, für ein Eisenschild brauche ich 12 Eisen. Ja, was ist denn eigentlich der Plan für heute, lieber Heinrich? Ich wollte Truhen basteln, habe ich gesagt, erstmal. Achso. Ich mache jetzt nochmal 2, 3 Truhen, weil dann kann ich mich mal entleeren und dann wollte ich mal wieder so ein Feuerkessel in meinen Glaubensleuten da machen. Okay. Das, aber nur einen, weil die kosten 20 Barren Eisen. Also ein. Wir lernen daraus, wir müssen irgendwie wieder Eisen. Genau, also ich würde das gerne mal alles bauen wollen und dann können wir von mir aus gerne wieder Eisen sammeln gehen und töten und metzeln, okay. Und schnetzeln. Gut. Ich versuche jetzt gerade mal herauszufinden, wie ich diese. Also ich habe jetzt Heiltränke gelernt. Oh, das ist sehr. Ja, wichtig. Die Frage ist jetzt nur, wahrscheinlich muss ich dafür einen Feuerschalenkessel bauen. Dafür brauche ich 50 Eisen. Barren? Eisenbarren. 50 Eisenbarren. Ja, sag ich doch. Ganz viel. Ja. Gut, dann in der Zwischenzeit, weil du hast ja gerade aufgezählt, du musst noch ein bisschen was machen, gehe ich ein bisschen Menschen jagen, damit ich bis dahin etwas Ambrosia herstellen kann, was ja auch, wie wir festgestellt haben, ein nettes Heilmittel ist. Ja, das heilt auch ganz gut. Und jetzt habe ich ja schon mal ein schöneres Schwert. Das heißt, es lässt sich leichter schnitzeln. Genau, aber trotzdem mache ich erstmal so ein bisschen von der Ferne schießen. Ja, kommt mal angelaufen. Ey, bleibst du mal stehen. Ich meine, warum soll man sich unnötig in Gefahr begeben, wenn man die Typen einfach von einer anderen Flussseite erschießen kann? Geil, gerade noch der Kommentar, als er gerade tot umfiel. Mir hat es hier noch nie gefallen. Geil. Ey, das Problem bei mir mit dem Schießen ist natürlich, mit dem Bogenschießen bist du bestimmt schon viel, viel besser als ich. Da lohnt es sich bei mir eher zu knüppeln. Ich hau einfach die Gegner gerne tot. Aber das Ausweichen muss ich noch üben. Ja, ich auch. Auch gerade beim Kroko, der hätte mich eigentlich nicht erwischen müssen. Hm. So, dann wollen wir die mal mit meinem gesegneten Kreuz knüppeln. So, wo liegen sie denn? Oh nein, sag jetzt bitte nicht, dass die so tief ins Wasser gegangen sind, dass ich die nicht knüppeln kann. Oh Mann, oh. Ach doch, da liegen sie ja. Oh. Die Truhen baue ich dann ins Schlafzimmer rein, ne? Hm. Warum ist das? Ach, siehst du, hätte ich sogar einen Tänzer gehabt. Oh. Tänzer. Hm. Wir haben ja sowieso gerade noch oben jemanden, ne? Ja, ja, wir können jetzt doch nicht. Ich glaube, eine Gerberin war das. Die hat mich ja einmal gekillt. Geht's da überhaupt? Das weiß ich nicht. Boah, die hat noch 5 Stunden Schleimsuppe. Und, ja. Zu einem Drittel gehört sie uns. Ist doch cool. Das ist schon mal gut. Dann kann sie ja draußen gerben. Ja. Ach, hier haben wir auch noch richtig viel Schleimsuppe. Lecker. Da freuen sich die Sklaven bei so viel Fleischsuppe. Schleimsuppe. Oh, Fettraupe. Oh, Fettraupe, die sind gut. Immer mitnehmen. Oh, der hat mich gesehen. Einsatz des Schwertes. Und hier ist auch noch so viel Platz hier unten.
Oh! Verflucht! Ah! Ah! Hilfe! Ah! Ah! Ihr spinnt ja wohl. Ich blute. Ich blute. Ich bin verkrüppelt. Und ich bin durchdrungen. Ah! Klingt nicht so gut. Nee, irgendwie nicht, ne? Geht weg. Scheiße, ihr kommt hinter mir her. Scheiße. Fuck, ich bin fast tot! Nein! Du machst Sachen. Fuck, ey. Scheiße, wir brauchen Eisen. Ja, hab ich doch gesagt. Und ich brauche Holz und alles Mögliche. Puh, einen getötet immerhin. Ich kann jetzt immerhin viermal. Du bist schon auf dem Weg nach Suchs Eisen oder? Nein, ich habe doch gesagt, ich mach hier erstmal Typen. Okay. Ohne Wasserkugel und Glas. Ah, wollten wir nicht auch nach Norden rennen? Nee, das haben wir gemacht. Wir haben den Dungeon hier gefunden. Ja. Mir dringend Ambrosia machen. Jo, ich habe mir einen Ambrosia oder das, was noch da war. Genau, einer war noch über und ich kann jetzt viermal kann ich jetzt Neues machen. Hervorragend. Eins werde ich davon auch mindestens brauchen, weil ich bin fast tot. Konnte man hier irgendwo rechts lang? Was wir auch auf jeden Fall machen sollten, wenn wir dann das Eisen holen, dass wir ein paar von den Vögeln umbringen für Federn. Weil irgendwie kriegen wir nicht so viele Knochen, dass wir Knochenpfeile machen könnten. Knochen kriegst du immer bei den Krokodilen. Ja gut. Also Knochen habe ich überhaupt kein Problem. Okay. Hätten wir jetzt oben auch nicht vollgebaut, dann hätten wir immer unsere komischen Aasgeier da oben, die wir hätten töten können. Das sieht eine Sackgasse hier aus, oder? Vergiss dein Cappuccino nicht. Ja, ich bin schon so auf dem Weg Richtung Eisen. Ja, dann. Ja, ich habe jetzt nicht so viel. Aua. Ich komme mal mit. Ich komme mal nach. Oh, da ist ja King Kroko. Hm. Scheiße. Den müssten wir dann vielleicht auch nochmal töten bei uns. King Kroko, ja. Haben wir ja schon mal geschafft. Ja. Mit vielen Verlusten zwar, aber wir haben schon einen King Kroko getötet. In der Höhle, genau. Ne? Ich weiß bloß nicht, ob die irgendwie spawnen. Ah, ich sehe dich gerade langlaufen. Ich bin links von dir. Ich habe am Rand noch irgendwie stand da ein Stückchen Eisen. Okay. Ja, da wo King Kroko rumhing, da war auch noch Eisen tatsächlich. Echt? Bei uns am See? Ja. Also so zwei Felsblöcke waren das. Na, nur zwei, ja. Nicht, nicht viel, nicht viel. Als wir das mal früher gespielt haben, gab es immer nur
hier im oberen Bereich Eisen. Hier unten gab es gar nichts. Und jetzt findet man mittlerweile hier auch vereinzelt was. Das finde ich cool. Das finde ich eigentlich ganz cool. Na, wenn wir hier unsere fette Festung haben, können wir ja den Server dann scharf schalten. Dann können auch andere drauf, die machen wir dann tot. Das sind auch voll die Kings. ach, da bist du rechts. Okay. Genau, links war das Lager, wo wir auch schon waren. Nee, links in dem Lager waren wir noch nicht drin. Das haben wir uns nicht getraut. Genau, ne? Weil das war so ein großes Lager. Ach, hier sind diese Steinchen. Ja, das ist ja jetzt schon Standard. Machst du mal. Dann guck ich mal kurz Attribute. Da habe ich ja noch ein paar Punkte. Beweglichkeit. Sprints verbrauchen weniger. Ja, Beweglichkeit. Ja, Beweglichkeit, Präzision überlasse ich dir. Stehvermögen, Überleben. Was? Überleben wichtig, ne? Harte Arbeit, du erntest doppelt so schnell Ressourcen. Vielleicht doch nicht so interessant. Talente. Möbelmacher hast du ja wahrscheinlich schon gelernt. Ja. Genau. Steinmetzgeselle bist du auch. Mhm. Ich könnte einen Aufzug machen, aber. Also ich habe ihn noch nicht. Schalte ich den mal frei. Das ist dann ein Lukenmacher. Ach, der kann so. Okay. Hast du aber wahrscheinlich auch noch nicht. Nein. Ich weiß nicht, ob wir es brauchen. Ich nehme es einfach mal. Geronimo, Nahkampf. Ja. Aua, scheiße. Das hat er mich einmal erwischt, ey. Nerv. Hat er ewig gedauert. Hast du beide getötet? Achso. Ja. Ja, ich habe noch ganz viele Punkte zu vergeben. Erst zu den Vögeln runter? Ach nee, lass mal die Viecher hier töten. Das Eisen hier. Bevor die wiederkommen. Wo wäre das mit dem Spawn? Geht ja eigentlich wieder so, ne? Das ging, war früher elendig. Also. Ja. Als das Spiel rauskam, ich sag jetzt einfach mal so eine Zahl. Ich glaube, gefühlt war es eine Minute, da waren die wieder da. Ich glaube, es war schon ein bisschen mehr, aber. Man hatte sich irgendwie gerade glücklich in einen Dungeon reingekämpft, wollte rausgehen und es war wieder alles voll. Wir wurden verwundet. Bogenschütze oben links. Egal, jetzt stirbt er. Voll getroffen, doofe Kuh. Da ist noch einer und bei dem sind auch noch relativ viele Eisensteine. Komm mal hierher. Ich hätte das platt gemacht. Ach so, kannst du machen. Ich versuche jetzt mal im Nahkampf. Habe ich noch nicht gekämpft gegen das Vieh. Oh. Entschuldigung. Ich komme zu dir, ich helfe dir. Oh. Aber hast Glück gehabt, ich hab dich nicht erwischt. Doch. Hab ich? Nö, du wurde mir nicht angezeigt, dass ich hier Schaden gemacht.
jeden Fall bauen die Eisenpiken definitiv besser das Eisen ab. Ja. So, dann kommen jetzt ein paar doofe Vögelchen dran. Ach da. Schön in den Schnabel geschossen. Und der sitzt da und guckt blöd. So, da ist auch noch ein doofer Vogel. Ach, der läuft. Schön die Ja, die anderen können wir am Leben lassen, glaube ich. Ich glaube, ja. Hm. Eier. Ich esse die Eier zwar nie irgendwie, aber... Also jetzt esse ich die tatsächlich, weil ich Hunger habe. Also ich nehme jetzt eigentlich immer Fleisch mit. Ich versuche eigentlich dran zu denken, dass ich vorher einfach genügend esse, aber diesmal habe ich halt nicht dran gedacht. Muss ich mal ein Ei roh. War links da noch mehr oder ja. Wo bist du jetzt hin? Hinter dir, Kackvogel. Ja, ich kämpfe hier schon hier. Zeig dir mit. Okay, jetzt hast du dich gerade bewegt, jetzt habe ich dich wieder gesehen. Hm? Hm? Was ist? Jetzt auch noch aufs Maul? So, ich bin ja, übrigens schon auf Rotgewicht cool. Mäßig. Was ist denn hinten links weiter? Ah, Häuptling. Ja, da können wir eigentlich da wieder zurück. So einen Stamm. Weil wir können vorsichtig vorbeilaufen. Ich weiß nicht, wie viel du noch tragen kannst, aber ich bin ganz gut voll. Ich bin bei Gelb. Ja, ich bin bei Rot. Ich habe aber auch fast 200 Eisensteine. Ja, aber hier gibt's ja kein Eisen mehr, oder sind wir nicht blind? Nee, ich glaube nicht mehr so viel. Also ich kann ja mal auf die andere Seite gehen, hier auch von der Schlucht. Ja, da fangen sie mich schon an hier. Da ist noch ein bisschen Eisen bei den Arschlöchern. Hm. Da unten ist auch eine Tussi. Oh, ach so, da ja. Und Vögel, aber kein Eisen. Ich glaube, das war's mit dem Eisen hier. Ja, ich glaube auch. ...163 Eisensteine habe ich. Ja, ich habe 195. Super. Ah, jetzt gab es Skorpion oder sowas, ne? Ich habe irgendwas gehört. Ich gehe weg. Okay, ich komme mit. Ich mag keine Skorpione. Das ist ja gut zu wissen, dass wenn wir jetzt zu zweiter hochgehen, dass wir fast mit 400 Eisensteinen zurückkommen. Ja. Na? Und wir beide auch gut eine Chance haben gegen die ganzen Viech. Ja. Weil jetzt macht das schon... So. Was denn? Ich habe gerade nur ein Geräusch gehört. Ja, ich habe gerade also ein Dings. Hab nur so ein bisschen Vieh abgeschlachtet. Ja, ich nämlich auch. Die war da so gerade praktisch, die Antilope. Mist. Jetzt war ich zu langsam. Jetzt ist es weggelaufen. Naja. Ja, genau. King Kroko. Ja, den können wir jetzt als nächstes angehen. Der geht mir auf den Sack. Nämlich auch.
Vielleicht müssen wir so unseren Pool hier, unseren See ein bisschen gestalten. Vielleicht kommen dann da nicht, spawnen da nicht mehr so viele Kokos, wenn wir den ein bisschen zubauen. Könnte ja gucken, dass man so einen netten, keine Ahnung, so. Ja. So eine Poolbar baut. Eine Poolbar? Eine Poolbar oder so. Wäre zumindest eine lustige Idee. Hätte ich gar nicht gesehen. Kleine Babyhyäne. Oh, ich finde, die sehen so richtig putzig aus, die Kleinen. Ja, die sind echt ganz süß. Hey, Krokozer. Oh, ich glaube, ich gehe gleich erstmal Holz hacken. Da habe ich eine ganze Menge. Wir haben nicht mehr so viel Holz. Ich habe keine Animation gesehen, dass er mich gehauen hat. Das nicht. Ach, hier ist ja noch. Ich habe keine Zeit zu bluten. Ja, wir können nämlich 94. Aus Kristall kann man Glas machen. Ich weiß zwar noch nicht, wofür man das Glas braucht. Aber man kann es ja schon mal machen. Man kann es erstmal aufheben, ja. Wo willst du das Glas machen? In der Schmiede macht man es genau. Da auch, oder was? Ganz genau da macht man es. Dann hau ich meins auch. Ich hab's heute mit meiner F-Taste. Ich hätte das andere Spiel nicht spielen sollen. Oh, das dauert jetzt erstmal, bis hier das ganze Eisen fertig ist. Sehr schön. So, wo war jetzt diese tolle Feuerschale? Deine Stiefel hast du die auch schon mal rausgenommen, ja? Ja, die trage ich ja schon. Gut, gut, gut. Was können wir noch Rüstungstechnisches gebrauchen? Habe ich einen Kopfschmuck überhaupt? Ich sehe es gerade nicht. Ich kann Kopfschmuck machen. Nee, ich meine jetzt irgendwie ein Torbahn oder sowas. Also ich kann so Eisendiademe und so machen. Ach, sowas will kein Mensch haben. Ich sag doch, nur dass ich das kann. Ich kann auch Ohrringe machen. Uncool. Da muss ich nur eine Gussform für machen. Oh, ich könnte sogar eine Gussform machen. Oh, vielleicht sinnvoll eine Glasflaschengussform. Ja, weil da kannst du wahrscheinlich selber Glas. Ja, dann. Und ich habe. Ah, vielleicht für die Zaubertränke und so ein Geraffel. Ja. Ich stelle das einmal her. In Gussform. So, und irgendwo konnte ich doch so Pfanne, diese coolen Pfanne da machen. Achso, apropos Stöcke, Knochen. Hier sind noch 10 Knochen drin. Okay, ja, gut, das reicht für 50 Pfeile. Die sind ja schnell weg. Bei mir nicht. Für mich würde es reichen. Ja, ich schieße ja auch etwas mehr als du. So, dann gerben wir mal wieder eine Runde. Ich brauche Leder. So, ich werfe mal das verdorbene Fleisch weg. Oh, mein Turban ist so gut wie im Popo. So, dann gehe ich mal ein bisschen Fasern sammeln. Mhm. Weil ich muss wieder Zwirn machen. Kann man das eigentlich irgendwie besser sammeln? Das frage ich mich. Das Zwirn? Ja, diese Pflanzenfasern, ja.
Ich wette mit dir, du musst da bestimmt auch für ein Werkzeug basteln oder sowas. Oder ich weiß nicht, ob man mit der Axt das besser abbauen kann als mit der Picke oder sowas. Oder mit der Hand. Weiß ich nicht, muss man mal testen. Wenn ich mit der Hand mache, ne? Kriege ich 1. Mache ich mit der Axt? Ey! Ich teste hier und bekomme die einfach. Mit der Axt kriege ich zum Beispiel gar nichts. Ja, das habe ich auch gerade festgestellt. Da kriege ich nur Insekten. Also Axt ist schon mal scheiße. Ich glaube auch nicht, dass die Pike besser wird. Mit dem Schwert funktioniert es auch gar nicht. Ist ganz Müll, also... Aber das wäre zu erwarten. Hand ist am besten irgendwie. Ja, wahrscheinlich gibt es dann irgendwann auch irgendwie eine Sense oder irgendwas in der Richtung. Ja, Sense wäre, glaube ich, so... So eine Sichel. Eine Sichel konnte man noch, glaube ich, bauen. Ach, siehste. Am nächsten Tag machen wir King Kroko an der Insel Platz. Oh ja. Dann cool wäre es auch, wenn wir eigentlich schon so ein paar Sklaven hätten, die auch schießen könnten oder so. Aber ich glaube, die müssen wir irgendwie weiter wegsuchen, ne? Die waren hier, glaube ich, am Anfangsgebiet nicht. Nee. Sich mit dem Falschen an, ist hier schon wieder so ein... Ja, die spawnen da immer. Irgendwelche Kämpfer, die dann gegen Viecher kämpfen. Aber die haben eigentlich ganz gut Loot, also mhm. Habe schon ein paar tolle Rüstungsteile mal bekommen oder so. Mhm. Lohnt sich eigentlich immer, die zu töten. Sie sind dafür ein bisschen stärker als die. Ja, der ist jetzt auch gerade mit so einem großen Viech da ankämpfen, das so leuchtende Augen hat. Deswegen, leuchtende Augen? Ja, so ein großer Stachelrücken oder wie die heißen. Und die scheinen den auch getötet zu haben. Wie, das Vieh hat den Krieger gekillt? Oder ja. Der Krieger das Vieh? Okay. Hi. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Ah! Ich würde halt gerne zu diesem Krieger hingehen, aber das Viech ist da in der Nähe. Das Problem ist, der, die Leiche geht da irgendwann weg, ne? Ich weiß. Ich versuche mich jetzt gerade von hinten dran zu schleichen. Der hat zum Beispiel einen neuen Rock gehabt. Für mich. Oh, das ist schon mal nett. Oh, jetzt muss ich weg. Jetzt muss ich weg. Aber ich habe es geschafft, ihn zu looten. Jetzt habe ich keine Fackeln mit. Menno. Aber ich habe einmal schwelende Essenz bekommen. Kann ich mir nämlich wieder einmal Ambrosia machen. Es lebe Ambrosia. Hm. Holzschale. Ein paar Geländer könnte ich ja auch noch basteln. Ja, darum habe ich dich ja schon vor einiger Zeit gebeten. Ah, da war ja was. Wie war das nochmal mit der zuverlässigen Lieferung? Wer hatte sich da nochmal beschwert? Wer war denn das? Du hattest nichts doch. Du hast nur gesagt, das kann man mal machen. Dann habe ich gesagt, ja, das kann man mal machen. Ich habe irgendwann sehr wohl was bestellt. Bei mir gehen die ganzen Sachen wieder kaputt. Dann hacke ich mal ein bisschen Holz und so. Ich hätte nichts bestellt, das spielt. Hm.
Weil ist ja schon fast alles weg. Scheiße auf Natur, hier wird alles abgeholzt. Wachs woanders. Ach, elende Natur. Genau, geht kaputt, ihr Bäume. Wie ist das ganze Holz schon aufgebraucht, was ich da reingeguckt habe? Die Schmiede. Ach so. Ja, ich war dabei, Eisen zu schmelzen. Dann habe ich es wahrscheinlich aus Versehen mitgenommen. Dann bringe ich gleich was mit. Ja, da war noch Holz. Alles okay. Ja, ich drücke ja. Mein heutiges Problem ist E und F. Ich habe ein anderes Spiel gespielt. Da musst du mit F alles nehmen. Gar nicht F generell aufheben. Ich glaube, hier ist es E, ne? Mhm. Genau. Und wenn du hier F drückst im Inventar, dann nimmst du halt alles da raus. Das kriege ich jetzt irgendwie nicht raus. Das ist voll doof. Den hacke ich gleich ein bisschen mehr Holz und pack da gleich was wieder rein. Das war dann ich, der Holzdieb. Wobei, bist du noch drin? Ja. Ich habe so eine Kiste. Wenn du zur Tür gehst, geh mal zur Tür, Richtung Tür. Dann die rechteste Kiste. Rechts. Da packe ich mal Sachen rein, die ich mir zum Bauen aufhebe. Da ist Holz drin, nimm dir das. Ich hatte noch 196 Holz. Ach so, okay. Dann ist er gut. Also du versuchst dir gerade so was wie eine Ordnung zu etablieren. Nee, das ist so einfach die Truhe für. Da packe ich dann immer, wenn was übrig bleibt, rein, dass ich ja nicht so lange warten muss, wenn ich was bauen will. Dann wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir versuchen, mal sowas wie eine Ordnung in unseren Kisten zu etablieren. Ja, das machen wir nebenbei. Mit anderen Worten, gar nicht. Was hatte ich gerade gesucht? Ach ja. Fackel, wo ist meine Fackel hin? Mach mal eine. Brauche ich Holz und Pflanzenfasern für? Ist das schon wieder halbwegs hell draußen? Ja. Ja. Ach ja, wir wollten King Kroko erlegen. Das sieht jetzt besser aus. Oh, ich nehme das. Ja, Kroko machen wir aber nächste Folge. Okay. Macht es gut. Tschüss.